Ja, hallo zusammen zum 29. Teil von Seat Ateca kurz erklärt. Heute geht es um den Blindspot-Assistenten, die Blindspot-Sensoren. Das sind diese lustigen gelben Blinklichter, die im Spiegel auftauchen, sage ich mal. Totenwinkelassistent auch genannt. Ich möchte euch kurz erklären, wie funktioniert das System, was kann das System. Fange jedoch gleich am Anfang mit einem Tipp für euch an. Und zwar, wenn ihr eine Anhängerkupplung habt und habt den Anhängerbetrieb aktiviert gehabt, ist danach der Blindspot Assistant sowie der Ausparkassistent abgeschaltet. Der muss manuell wieder zugeschaltet werden. Das war bei mir, wo ich das Auto abgeholt habe, habe ich danach nochmal den Anhängerbetrieb ausprobiert, bin auf der Autobahn gefahren und dachte mir, der Blindspot Assistant funktioniert gar nicht. Dann bin ich durch die Bedienungsanleitung gehastet, habe da nichts richtig gefunden, habe mich selber im Ateca-Forum schlau gelesen, wie kann ich den wieder aktivieren oder ist er vielleicht defekt, und bin ziemlich schnell darauf gekommen, dass wenn ich im Fahrassistenzsystem bin, und zwar nicht über meine Navigationseinheit, sondern hier in meinem Fall über das Virtual Cockpit und einmal mit dem Wahlrad ein nach unten gehe, kann ich hier durch Bestätigen den Haken setzen, dass beide Systeme bitte wieder angeschaltet sein sollen. Jetzt bin ich auf den Front Assist gekommen, der sollte nicht deaktiviert werden, sondern der Ausparkassistent soll bitte auch wieder eingeschaltet sein, sowie der Front Assist. Ich zeige euch jetzt einmal, wie sieht das aus, denn ihr kriegt das Ganze auch einmal optisch bestätigt. Das heißt, wenn er jetzt ausgeschaltet ist und ich ihn danach wieder einschalte, also aktiviere, quittiert er mir das jeweils auf der linken und auf der rechten Seite, indem das gelbe Licht einmal kurz aufleuchtet zur Bestätigung, dass der Blindspot Assist wieder aktiviert ist. So, nach diesem kleinen Tipp geht es jetzt weiter. Erstmal mit den Grundfunktionen. Wie gesagt, er leuchtet einmal kurz auf, wenn ich ihn einschalte. Da bestätigt er mir, dass das System aktiviert ist. Er leuchtet natürlich auf, wenn ein Auto im toten Winkel erkannt wurde. Und er blinkt, das ist die dritte Funktion, wenn ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt wurde und ich gleichzeitig den Blinker in die Richtung gesetzt habe, wo das Auto erkannt ist. Das wird zusätzlich nochmal dann, wenn ich zu der Seite lenke, durch ein Vibrieren im Lenkrad auch signalisiert. Das ist also auch eine sehr schöne Sache. Zusätzlich nochmal zur optischen Warnung habe ich nochmal eine haptische Warnung im Endeffekt dazu. Das Lenkrad vibriert, das schauen wir uns nachher nochmal im Praxisbetrieb an. Wie sieht das Ganze aus? Ja, wie funktioniert der Blindspot Assist eigentlich? Viele denken immer, die Sensoren, die sitzen irgendwie am Spiegel oder so, habe ich schon gelesen. Das stimmt nicht, sondern die Sensoren sitzen hinten links und hinten rechts im Stoßfänger, also in der Stoßstange des Fahrzeuges, wie gerade hinten links und rechts auf der Seite. Das ist auch der Grund, wenn ich in den Anhängerbetrieb gehe, warum der Blindspot Assistant entsprechend deaktiviert wird und ich ihn wieder manuell aktivieren muss, wenn der Anhängerbetrieb beendet ist. Das passiert, wie gesagt, nicht automatisch. Der Blindspot Assist funktioniert generell ab einer Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde, also 15 km/h müsst ihr haben, und wie gesagt, er wird auf der Fahrer- und der Beifahrerseite entsprechend in den Spiegeln angezeigt. Ja, jetzt haben wir den theoretischen Teil durch. Wie gesagt, ein kleiner Tipp und Trick war im Endeffekt auch dabei, denn ich habe wunderbar, wo ich das erste Mal das Ganze gesucht habe, hier im Setup unter Fahrassistenz geschaut, Mensch, hier muss doch irgendwo der Blindspot Assist zu aktivieren und zu deaktivieren sein. Das ist nicht der Fall. Es geht, wie gesagt, in meinem Fall über das Virtual Cockpit, über die Fahrassistenzsysteme. Nicht, dass ihr euch da einen Wolf sucht, so wie ich damals seinerzeit. Da möchte ich vorbeugen. Und ich hoffe, wie gesagt, das war schon mal hilfreich. Jetzt gehen wir mal auf die Straße, schauen uns den Blindspot Assist einfach mal in der Praxis an. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf der Autobahn. Wir gucken jetzt einmal nach, wenn ich ein Auto überhole, was passiert auf der Beifahrerseite. Ihr habt euch ja gemerkt, die Blindspot-Sensoren sitzen natürlich hinten in der Stoßstange. Natürlich jetzt überhole ich das Auto, keine Anzeige. Im Sensor.
wenn er mich jetzt von hinten wieder überholen würde mit einer Geschwindigkeitsdifferenz kleiner 10 km/h, würde der Blindspot-Assistent auf der rechten Seite mir anzeigen, Gefahr droht, entsprechend, so nenne ich es mal, von der rechten Seite. Wichtig ist, kleiner 10 km/h ist der Geschwindigkeitsunterschied, sonst schlägt der Sensor auf der rechten Seite nicht an, also ein geringer Unterschied. Ich zeige euch einmal auf der Fahrerseite den Blindspot-Assistenten, was wird verschieden angezeigt. Wir schalten gleich mal den Tempomat auf 100, fahren natürlich auf der rechten Spur, damit wir keinen blockieren. Gleich kommen auch schon die ersten Autos von hinten und werden uns überholen. Dann schauen wir mal, was passiert auf der Fahrerseite. Das erste Auto kommt mit einer hohen Geschwindigkeit. Ihr seht, es wird angezeigt, es ist vorbeigefahren. Wichtig ist für euch, je höher die Geschwindigkeit des Autos ist, was von hinten kommt, desto früher schlägt der Blindspot Assist an auf der Fahrerseite. Bedeutet, kommt es relativ schnell, habe ich relativ früh, dass er das anzeigt. Das Auto, was jetzt kommt, schätze ich mal, hat so 20 km/h Überschuss ungefähr. Auch relativ früh angeschlagen, wenn er jetzt nur mit 10 km/h mich überholen würde. Wir gucken uns jetzt mal das nächste Auto an, was kommt. Würde er entsprechend später reagieren. Das sind jetzt ungefähr so 10, 15 km/h. Jetzt zeige ich euch noch einmal, was passiert, wenn ich den Blinker setze, währenddessen mich ein Auto überholt auf der linken Seite. Damit wir das auch nochmal sehen. Das nächste Auto ist im Anmarsch. Hat jetzt keinen großen Geschwindigkeitsüberschuss. Ich schätze mal, das sind 10 km/h, was es mehr fährt. Wir schauen mal, was passiert mit dem Blindspot Assist. Wann schlägt er an? Ich setze dann gleich mal gleichzeitig den Blinker auf der linken Seite. Und ihr seht, der Blindspot Assist fängt an zu blinken. Und ich habe ein entsprechend haptisches Signal im Lenkrad. Das fängt dann leicht an zu vibrieren. Das mich nochmal zusätzlich davor warnt. Pass auf, wir sind gerade in einem Überholvorgang. Jetzt überhole ich gerade ein Auto. Bitte jetzt nicht nach links ausscheren. Jetzt haben wir gesehen, ist ja relativ spät angeschlagen. Das Auto hat keinen großen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt. Das einfach nochmal zur Veranschaulichung. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von meinem kleinen Blindspot Assist Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Blende euch jetzt einmal kurz was ein zum Ateca Forum hier. Das werdet ihr dann gleich sehen. Mich würde es freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut, denn da kommen viele, viele, viele meiner Fragen her. Wirklich ein super Forum. Mittlerweile über 3000 Mitglieder. Wir haben 130.000 Beiträge. Da könnt ihr auch mal gerne einen Supporter lassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.